So, was haben wir hier? Ein einsamer Bade. Eines Tages triffst du auf deinen Reisen ein bekanntes Gesicht. Der junge Mann, dem du geholfen hast, mit seinen Liebsten aus der Stadt zu fliehen. Er sitzt unter einem Baum und singt vor sich hin. Wenn du dich näherst, riechst du Bier und sein Gesang klingt ein wenig zu gut gelaunt. Er sieht zu dir auf. Du hast doch noch nicht genug Leid verbreitet? Er nimmt einen Schluck aus seiner Flasche. Dank dir sind wir aus der Stadt geflohen. Er erzählt weiter und erklärt, dass seine Liebste ihn verlassen hat, sobald sie ihrem Vater entkommen war. Sie hatte mich eingetauscht gegen den ersten Söldner, der uns über den Weg lief. Wären wir doch nie geflohen. Dann fährt er wütend fort. Jetzt muss ich betteln, damit ich mir ein Bier bezahlen kann. 10 Gold für ein Lied? Oder hast du kein Mitleid mit einem Trottel? Du wirfst ihm Goldstücke zu und er fängt an zu singen. Er beschwört lebhafte und von Herzen kommende Bilder von Schönheit und Unschuld herauf, was deine Moral hebt und dich zu epischen Taten inspiriert. Der Geber zieht dir eine maximale Gesundheitsgewinnkarte. Das Zeichen der Karte gehört jetzt dir. Okay. Das Lied endet und er dämmert in einen ruhelosen Schlaf hinweg. Du setzt ihn deine Reise fort. Wieder ein Zeichen gewonnen. Nice. So. Gehen wir mal zum Kesselflicker. Der ist ja schön günstig. Mal gucken, was wir da so finden, ne? Gegenstände kaufen. Guildmeisterring. Der Spieler erhält +1 Ration, wann immer er einen Laden betritt. Zehrende Scham. Alle Waffenangriffe sind mit hochwirksamen Giften verstärkt. Okay. Ist das hier? Großer Helm der Verstärkung. Dieser einzige Gegenstand verbessert die Klasse deiner Rüstung von leicht auf mittel, von mittel auf schwer. Ja, den finde ich schon mal gut. Aber der ist besser. Dann wissen wir nämlich gleich, wo wir lang sollen. Ja, den wollen wir auch gleich ausrüsten. Das nehmen wir auch noch an uns. Damit wir so möglichst stark sind. Nein, ich weiß nicht, ob uns das wirklich hilft. Bin mir ja nicht so sicher. Aber wir werden sehen. Denn ich habe gehört, dass der König, Pestkönig, nicht nur sich über uns teleportieren und anspringen kann. Er kann auch noch sich vierteilen und uns von verschiedenen Ecken angreifen. Daher, der wird so oder so böse. Alter Friedhof. In einem alten verlassenen Friedhof spüren die ruhelosen Geister die Gegenwart einer gesegneten Seele und bleiben ruhig. Du verbringst dort eine friedliche Nacht und stellst beim Erwachen fest, dass all deine Wunden geheilt wurden. Oh, geil. Das Zeichen der Karte gehört dir. Cool. Ich hab einen Segen. Der hat mich gerettet. Schön. Die Echsenkuppel. Few have seen the homelands of the Lizardmen. Nur wenige haben die Heimat gesehen. Eines Nachts gerätst du in die Gefangenschaft von Echsenmenschen mit Doppel-N. Menschen, die dich zu ihrem König bringen. Du musst wählen, gegen wen du in ihrer Untergrundarena ganz ohne deine Rüstung kämpfst. Och nö. Natürlich nur gegen die zwei hier. Du bereitest sie auf den Kampf vor. Scheiße, ohne Rüstung. Das wird aua. Gucken, was wir jetzt davon noch besitzen. Kriegen die Waffe. Und das war's. Wow. Immer blocken, ey. Immer hinter ihm bleiben, wenn möglich. Aber das ist auch leichter gesagt als getan.
der ist schon mal tot. Und der blockt hier einfach nur fröhlich vor sich hin. So. Bam. Okay, das geht dafür, dass wir ohne Ausrüstung waren, haben wir noch 77 Leben. Huhuhu. Der Echsenkönig kehrt zurück und gewährt dir eine Belohnung, bevor er deine Ausrüstung zurückgeben lässt. 4 Gewinnkarten. Geil. 5 maximale Gesundheit. 15 Gold. 3 Gold. Knauserig. Eine Ration. Sehr knauserig. Auf dem Weg zurück zur Oberfläche siehst du Käfige mit weiteren menschlichen Gefangenen, die darauf warten, in der Arena zu kämpfen. An der Oberfläche angekommen, wirst du freigelassen, doch du zögerst, als du dir Hilferufe aus den Tunneln widerhallend hörst. Geh zurück und versuche, einige Gefangene zu befreien oder verlasse diesen Ort. Versuche noch welche zu befreien. Oh Gott, war eine dumme Idee. Das war eine sehr dumme Idee, aber wir haben einen Erfolg. Geh zurück und versuche. Du schleichst dich zurück in die Tunnel und befreist einige der Gefangenen. Auf dem Weg nach draußen schlägt eine Wache Alarm, gerade als du eine Gruppe an die Oberfläche und in die Dunkelheit führst. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir. Sei gesegnet dafür, dass du uns befreit hast, sagte einer der Gefangenen, während sie in den Wald verschwinden. Eine Segenskarte, giftiges Blut. Mit jedem Treffer am Spieler besteht die Chance, den Angreifer zu vergiften. Schön. Da haben wir jetzt schon reichlich Token gesammelt. Also selbst wenn wir es nicht schaffen, gegen den blöden König zu bestehen, haben wir doch für die Geschichten ein bisschen was Weiterführendes. Eine feuchte und unheimliche Höhle liegt zwischen dir und deinem Ziel. Betrete sie. Du lässt sie auf den nächsten Teil des Abenteuers ein. Nee. Wir machen es kurz, gell? Weil hier sind nur Händler und wir haben nur noch 6 Fazien. Oh, eine Teufelswette. Ein Teufel erscheint in einer Rauchwolke und sieht dich verschlagen an. Sei gegrüßt, Sterblicher. Ziehe 2 Monsterkarten. Wenn du meinen Lakaien besiegst, ohne dass du einen Kratzer davonträgst, werde ich dich mit gold und magischen Schmuckstücken belohnen. Will ihn ab. Du bist wahrlich kein Held, bemerkt der Teufel. Und verschwindet in einer Rauchwolke. Na, wir hätten da keine Chance gehabt. Das hätten wir nicht geschafft. Oh, der weiße Rat wäre dort weitergegangen. Schade. Naja, wir laufen nicht extra nochmal zurück. Wir haben nur noch 4 Rationen. Das wird so oder so knapp. Ein, 2, 3, 4. Na gut, das passt gerade genau so. Es wird dort eine Ration kaufen können. Scheiße, Almosen? As you plunder the secrets of your memories, er bittet um Essen, um Waisenkinder zu finden, die Wörter gehören in ihre Gunst. Nee, wir können nicht. Sie werden den Winter hungern müssen. Ja, werden sie. Es tut mir auch voll leid. Scheiße. Aber ich muss erstmal bis zum Laden kommen, um überhaupt selber was an Nahrung zu kaufen. Zieht hier eine Monsterkarte. Ich möchte ihm eigentlich aus dem Weg gehen. Weil wir sind jetzt schon auf der Höhe von dem König. So oder so können wir nicht 3-mal jetzt gegeneinander kämpfen. Es lohnt nicht. Du reist durch durch einen ruhigen Weiler. Zuerst scheint die ländliche Idylle ungestört und malerisch ruhig. Doch als du dich dem Dorfplatz näherst, wird dir klar, dass es aufgrund eines Desasters so still ist. Dir öffnet sich ein Bild gewaltiger Zerstörung und du fragst dich, welche Armee oder Naturgewalt an diesem Ort gewütet hat. Du bemerkst einen der Einwohner, der gerade seine Habseligkeiten aus dem Haufen Schutt zu bergen versucht, das einst sein Heim war. Du rufst ihm zu. Es war einfach. Der Dorfbewohner blickt auf, ruckartig wie ein verschrecktes Tier des Waldes. Bist du denn völlig wahnsinnig? So viel Lärm verbreitet nur das Biest dazu, verleitet nur das Biest dazu, zurückzukehren. Kannst du nicht sehen, dass wir schon genug gelitten haben?
Als du ihn leiser weiter befragst, erzählt er der Dorfbewohner, dass vor ein paar Tagen ein gespenstisches, blasses Biest durch das Dorf wütete. Es hat alles auf seinem Weg zerstört und verschlungen, bevor es Richtung Westen weiterzog. Mögen die Götter allen gnädig sein, die seinen Pfad kreuzen. Du kannst nicht sagen, ob dies eine Warnung oder ein Gebet sein soll. Spuren im Schlamm. Wir verfolgen die also. Die sind da oben. Wir gehen aber erstmal zum reisenden Heiler. Wir sind zwar geheilt, aber wir brauchen unbedingt Nahrung. Unbedingt. So, Rationen kaufen. Fünfe. Vier. Nee, für 18. So. I'm sure you're grateful for that. Komm, die kaufen wir auch noch, weil wir es können. So. Die Flüche, die können wir eh nicht verkaufen, weil das diese Ursprungsflüche sind. Die sind nur so schweineteuer und so viel Gold haben wir eh nicht. War so klar. Ich hab noch drüber nachgedacht, ob ich dorthin gehe oder nicht. Ach, scheiße. Die gefährlichsten Ratten, ja. Wäre ich doch hochgelaufen und hätte erstmal noch die anderen Sachen erledigt. Aber ich meine, wir haben immerhin schon ein paar Token bekommen. Jetzt heißt es kämpfen. Wir sind diesmal bei vollem Leben. Alter. Ich muss jetzt gerade mal hysterisch hin und her springen, weil ich einfach Angst habe, dass der mich trifft sonst. Geisteskranker Irrer. Festgehangen. Komm schon. Muss doch machbar sein. Ja, wir haben ihn. Jetzt bloß nicht sterben. Bloß nicht sterben. Hä? So. Komm schon. Oh. Wir haben es geschafft. Wir haben den Pestkönig besiegt. Yay! Wir haben hier eine Menge Token gesammelt und den Pestkönig besiegt. Oh. Gut, öffnen wir mal, was wir uns hier alles erarbeitet haben. Fürs Gold nach Orenheim bringen erhältst du den Lebensmittelwagen. Für den Riesenadler, dafür, dass wir mit ihm geflogen sind, 25 Gold, glückliche Fügung und der verfluchte Schatz. Dafür, dass wir dem Baden Geld bezahlt haben für ein Liedchen, erhalten wir Unschuld. Dass wir auf den alten Friedhof gesegneten Frieden gebracht haben, erhalten wir 25 Gesundheit als Heiltrank. Und die spirituelle Heilung. Dafür, dass wir auch andere Gefangene gerettet haben, erhalten wir 15 Gesundheit und die wandernden Musikanten. Und zu guter Letzt, dafür, dass wir den Pestkönig besiegt haben, gefalteter Stahl, Raserei des Soldaten, Verachtung des Magiers, der Schuppenkönig, der als nächstes auf uns wartet, und der Geheimbund. Wir haben es endlich geschafft. Ich freue mich so tierisch.
Wir haben es endlich hingekriegt. Ich glaube, ich werde mir das Deck jetzt auch wieder selbst zusammenstellen, damit wir möglichst viele Token noch abgreifen können. Huch, war der Deutschen, oder? Ist mir noch nie aufgefallen. Naja, jedenfalls sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bleibt dran, bis dahin, macht's gut. Tschüss.